Ja. Boah. Dieser imbezile Dummfrosch. Ausstopfen wäre noch zu gut für ihn. Und jetzt? Achso, jetzt kann er uns gerade nicht sehen. Vielleicht können wir jetzt mit einer Chronicle sprechen. Hast du kein Problem? Das haben wir gleich. Was? Out! Hä? Oh. Upsi. Was war das nun schon wieder für ein Ungetüm? Mir ist auf einmal so... Ja, wie ist mir denn? Er hat sich wahrscheinlich wieder auch vergiftet. Hier, nimm das. Dann geht's dir gleich besser. Du bist ein guter Mensch. Aber Flatulenzen... Nein! Das geht bestimmt hoch. Oh, quel douleur, quel nie. Was ist denn nun los? Aufhören! Bitte aufhören! Ui. Aufhören! Nein! Oh Gott! Oh, mir wird auf den selber schlecht. Oh. Aufhören! Bitte aufhören! Ui. Aufhören! Bitte aufhören! Guck mal, jetzt können wir an die ID. Was denn jetzt noch? Ach, guck mal, das Hochboot! Oha, das Hochboot kommt. Jetzt heißt es, sich sputen. Aufhören! Von hier aus komme ich da nicht ran. Bitte aufhören! So, wir müssen wieder die Rohre. Aufhören! Meine Sensoren konnten dich nicht identifizieren, falls du ein Gehirn im... Achso. Nee. Ich muss die ID-Karte benutzen. So. Oh, dieses Gefurze, ne? Ui. Hey, du da! Was treibst du hier? Wer? Ich? Ja, natürlich du. Oder siehst du hier noch jemanden, der hier nicht hin... Stillgestanden. Oh. Oberkontrollrad an Deck. Oh nein. Argus Kletis. Ulysses. Herr Inspektor, darf ich erfahren, was hier vor sich geht? Tja, wenn ich es wüsste. Lassen Sie das Gestammel und machen Sie sich gerade. Ich dachte, wir hätten besprochen, dass alles bereit ist, sobald ich ankomme. Das ist mein. Bislang hatte ich den Eindruck, Sie seien ein zuverlässiger Mann, Kletas. Tun Sie sich einen Gefallen und zerstören Sie diesen Eindruck nicht. Sie wissen, die Hand meiner Tochter ist an Bedingungen geknüpft. Der Ältestenrat darf nie erfahren, dass Deponia bewohnt ist. Wo ist zum Beispiel Ihre Begleitung? Sie wollten sie mir noch vorstellen. Ach, meine Assistentin. Sie hatte noch was vergessen. Sie wissen ja, wie Frauen sind. Vergessen? Himmel, Kletis. Ich dachte, sie hat ein Gehirnimplantat. Sie haben für sie gebürgt. Aber eingeweiht ist sie doch bereits, oder? Oh, ja, selbstverständlich. Komplett instruiert. Alles paletti. Kein Grund zur Veranlassung. Hoffentlich. Argus, sorgen Sie dafür, dass die Assistentin die Aufstiegscodes ins Implantat geladen bekommt. Sehr wohl, Herr Oberkontrollrat. Und haben Sie ein Auge auf die Zivilisten? Ich gehe nun duschen. Es wird wirklich Zeit, dass dieser Drecksplanet endlich gesprengt wird. Rühren! Was ist los, Kletis? Sie wirken nervös. Nervös ist gar kein Ausdruck. Gold steht der Verlobung nur zu, wenn sie mich begleiten darf. Nicht mal verlobt und schon unter dem Pantoffel. Ach,
Und das finden Sie lustig? Warum nicht? Sie werden es eher hoffentlich wieder austreiben. Sie kennen sie nicht. Herrschaftszeiten, Kletus! Ulysses wird uns beiden... Ulysses darf nichts davon erfahren. Goal muss nur in ihrer Kabine bleiben. Solange sie keinen Deponianer zu Gesicht bekommt, ist alles in Ordnung. Es gefällt mir trotzdem nicht. Und wenn Sie beim Überspielen der Aufstiegscodes ein Backup Ihrer Erinnerungen machen, so könnten wir Ihre Erinnerung bei Bedarf einfach wieder zurücksetzen. Später. Ein Backup von Ihrer Bewusstseinsdatasette. Und von den Aufstiegscodes. Ja, das könnte funktionieren. Oh nein. So ist es also gewesen damals. Eine Woche da unten und schon stinkt alles nach Kot. Zum Glück ist bald Schluss damit. Und Goal kann auf einem saubereren Planeten leben. Ich hoffe, sie ist zu Hause. Kot finde ich jetzt aber schon ein bisschen herzlos. Die Lautlosen sind nun mal die Schlimmsten, na und? Oh, Wahnsinn. Okay. Wir sind jetzt aber quasi auf Elysium. Oh mein Gott, wir haben es geschafft. Eine Fahrstuhlcam? Aha. Ach, das hier ist quasi Elysium. Da ist die untere Schleuse. Da sind wahrscheinlich wir. Und da oben ist, keine Ahnung was, eine Fahrstuhlcam. Keiner da. Ah, okay. Das wird uns wahrscheinlich noch irgendwann nützlich sein. Wo können wir denn lang? Was können wir tun? Ah, da lang. Hui. Mit Ausblick. Psst. Goal. Verdammt. Da muss ich mich wohl auf mein detektivisches Gespür verlassen, um Ulysses nicht über den Weg zu laufen. Oder ich folge einfach der engelsgleichen Stimme da. Durch diesen Durchgang da vorne. Wahrscheinlich Monsterfußpantoffeln, eine Kohlenzange, Bilder, ein Flügel und da geht's lang. Okay, nee, zuerst mal gucken wir uns alles an. Was Peter wohl dazu sagt? Oh, Peter, oh, oh. Nee, die nehmen wir mal mit. Die erinnert mich an meinen letzten Zahnarztbesuch. Ich hatte einen Bohrer und etwas Lachgas mitgehen lassen. Am nächsten Tag wurde ich aus dem Kindergarten geworfen. Das hat man davon. Aha. Eieiei. Okay, die Kohlenzange. Jetzt haben wir hier schöne Bilder. Cole hat nie erzählt, dass sie mal eine Zahnspange getragen hat. Schrill. Und der Elefant, der seine Stoßzähne für dieses Klavier gelassen hat, litt offenbar unter starker Karies. Fast jede zweite Taste ist schwarz. Gibt's denn hier keinen Zahnarzt? Oh Gott. Ich nenne es Etüde für Goal in A7 oben kariös. Oh nein. Oh scheiße. Okay, gehen wir mal hier hin. Klopf, klopf. Darf man eintreten und beim Duschen stören, meine bezaubernde Silhouette eines alten, nackenbehaarten Mannes. Was zum... Ach so. Oh Gott. Hey, Dad. Ich wollte mit den anderen für ein paar Tage auf den schwebenden Gärten zelten. Nur zu. Solange du nicht wieder die Parkwächter zu Musikdatasettenspielern umprogrammierst. Das ist die Beste. Ciao. Oh, nicht doch. Scheibenkleister. Ich habe sie verpasst. Hey, wer ist da? Was haben Sie hier verloren? Zimmerservice. Ein Klon? Sind etwa die Dienstbots wieder defekt? Ja, es grassiert gerade eine Robokulose-Welle. Sehr ansteckend. Auf Ebene 5 husten sogar schon die Toaster. Ist das so? Ach, egal. Bringen Sie meinen Helm in die Reinigung und verschwinden Sie. Sehr wohl. Oh, was? Was habt ihr hier überhaupt für ein Klo? Ey, mit Hintergrundbelichtung. Ach du meine Güte. Oh, was? Und Ulysses, der hier duscht. Ich dachte schon, was ist das denn? Wie lange will er denn noch duschen? Das gibt doch Schrumpelpumpelhaut. Okay.
Gänsehaut. Ob das bereits die Verlockungen des potenziellen Amtsmissbrauchs sind? Ich weiß nicht. Aber nehmen wir den mal mit. gut, dann müssen wir erstmal wieder raus. Oh, wartet mal. Hä? Irgendwie läuft da die Zeit durch. So, wir müssen wahrscheinlich... Da ist noch jemand im Fahrstuhl. Was? Das Viertel geht wirklich langsam den Bach runter. Das Viertel geht wirklich langsam den Bach runter. Wollen wir noch einmal Turtelgrau probieren? Aber Schatzi Spatzi, wir hatten doch schon gesagt, dass uns das zu duster wird. Vielleicht holt ihr noch eine Expertenmeinung ein. Huch, ich hab dich gar nicht kommen sehen. Tja, ich bin wieder Klimawandel. Aber ihr könnt mich auch Rufus nennen. Wow. Du bist ja ein richtiger Spaßvogel. Ich bin Henna. Und das dort ist mein Mann Tanner. Wir sind die neuen Nachbarn. Wir haben ein kleines Problemchen mit unserem Nestbau. Wir finden einfach nicht die richtigen Gardinen. Die Weichkopf-Memmschals haben diese tollen Früheinfädler. Aber das Muster ist uns zu wenig Biedermeier. Die Hängeschwanz-Schlafflappen hingegen sind schön kleinkariert. So. Dafür darf man sie nicht warm duschen. Tja, mit der Ehe kommt die Krise. Ach nein, nichts kann unsere Liebe überschatten. Außer vielleicht die richtigen Gardinen, wenn wir sie für ein Schmusi-Wusi-Stündchen zuziehen. Boah, wie wär's mit Gänsehaut? Die kriege ich nämlich, wenn ich die beiden so reden höre. Gänsehaut gibt es leider nur in den Farben Einhornkotze und Schleimbeutel. Vielleicht müssen wir uns doch noch weitere Muster kommen lassen. Ich weiß nicht. Ich finde, die Auswahl passt zu euch. Oh, okay. Okay. Ein Gegengewicht? Aus Klaviatur? What? Ältestenrat? Habitatring, Funzone, Chilloutzone, leerer Steckplatz, untere Schleusen. Das war aber kein schöner Ton. Probier's nochmal. Hä? Ach so, da fehlt was. Das war aber keine schöne Melodie. Du musst dir schon mehr Mühe geben. Was müssen wir machen? Keine Ahnung. Ach du meine Güte. Oh Gott. Hi, Ronny. Du schon wieder? Kennen wir uns? Noch nicht. Das müssen wir ändern. Stell es auf die Liste, ganz hinten hin. Oh, so griesgrämig. Dabei ist so ein wunderschöner Tag. Und wenn du nicht weißt, wo du dich zuerst amüsieren sollst, kein Problem. Ich kann dir alle Fragen beantworten. Super. Frage 1. Gibt es hier auch ein Interface, das mich nicht zulabert? Das ist Elysium. Hier gibt es alles, was du dir wünschst. Du musst einfach nur den Schlegel nehmen. Was denn für ein Schlegel? Oh je, da hat doch wieder so ein Hallodri den Schlegel geklaut. Mach nichts, dafür bin ich ja da. Wo soll ich dich hinbringen? Du könntest ein wenig Spaß vertragen. Also schlage ich die Funzone vor. Funzone? Nein, ich muss schleusigst zu den Schleunen. Schleunigst zu den Schleusen. Na, die sind ja heute extrem beliebt. Los geht's! Ach du dicker Vater, das Hochboot hat bereits abgelegt. Oh, was mache ich denn jetzt? Willst du meinen Vorschlag hören? McChronicle, was machst du denn da immer noch in den Schächten? Mich nicht einmischen. Ist so langweilig, Mac. Wir sind hier im Paradies und du steckst deinen Kopf in den Sand. Okay, vielleicht ist Goal nicht mehr hier. Aber sie kommt ja zurück. Und so lange habe ich 2 Worte, die ich dir mit auf den Weg geben möchte. Funzone. Bist du irre? Du müsstest auf Deponia sein und die Welt retten.
Wozu Deponia? Der ganze Sinn und Zweck meiner Enquäten lag doch darin, nach Elysium zu kommen. Um Deponia zu retten, muss ich nichts weiter tun, als beim Ältestenrat vorzusprechen. Sieh es ein, dies ist eine Abkürzung zu meinem wohlverdienten Happy End. Und ich brauche mich dafür nicht einmal in den Tod zu stürzen. Aber... Aber, Rhabarber, wenn du mich suchst, ich bin in der Funzone. Ach so, jetzt geht er wieder selber zurück?